Ja, wo geht's heute hin? Es geht nach Namibia. Es geht zu den Felsbildern Namibias. Felsbilder sind in Afrika generell sehr weit verbreitet. Man kann sie in der Sahara finden, man kann sie in Ostafrika finden und man findet sie natürlich vor allen Dingen auch in Südafrika. Doch es gibt sie nirgends in solchen Konzentrationen wie in Namibia. Alleine das UNESCO-Weltkulturerbe Zweifelfontein gilt mit etwa 2500 Bildern als ein Höhepunkt der Felsbildkunst im südlichen Afrika. Doch diese Anzahl ist gering verglichen mit dem, was wir von der Uni Frankfurt als Archäologen in einem Gebiet westlich von Zweifelfontein gefunden haben, nämlich mehr als 11.000 Gravierungen. Und da möchte ich Sie heute entführen. Ich möchte Sie also in dem ersten Teil in die Namib-Wüste entführen und Ihnen unser Forschungsgebiet und unser Forschungsprojekt vorstellen. Und im Anschluss daran möchte ich Sie eben mitnehmen auf die Reise, die wir im Frühjahr 2022 unternommen haben und die uns quer durch Namibia zu verschiedenen Felsbildstellen führte. Doch bevor ich damit anfange, eine kleine Einführung und einen Überblick über die Forschungsgeschichte. Ja, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen schon in Namibia waren. Wenn Sie schon da waren, dann werden Sie mir sicher zustimmen, dass es natürlich ein wunderbares Land ist. Und dann werden Sie vielleicht viele der Stellen, die Sie jetzt hier auf der Karte links sehen, auch kennen. Aber einige waren ja vielleicht noch nicht da und für die möchte ich einfach ein bisschen was erzählen. Namibia liegt in Südwestafrika am Atlantischen Ozean. Es grenzt im Norden an Angola, im Osten an Botswana und Sambia und im Süden an Südafrika. Es gliedert sich geografisch in drei große Naturräume, die sehen Sie auf der rechten Seite. Die Namib-Wüste im Westen entlang der Küstenlinie, dann kommt der große Abbruch oder Randkante und das Binnenhochland in der Mitte, wo auch Windhoek liegt. Und es gibt das Kalahari-Becken, also die Kalahari-Wüste im Osten. Eine Besonderheit in Namibia bildet der sogenannte Caprivi-Zipfel, den sehen Sie ganz oben rechts, dieses hellblaue Feld. Der ist 450 Kilometer lang und bis zu 50 Kilometer breit und ragt weit bis nach Osten hinein ins innere Afrika, fast bis zu den Viktoriafällen. Es ist die einzige Region in Namibia, die ein tropisches Klima hat und wo Sie in der Tat Malaria-Prophylaxe bräuchten, wenn Sie dahin reisen wollen würden. Im Norden begrenzt der Fluss Kunene das Land und im Süden der Oranje. Daneben gibt es in Namibia auch viele andere Flüsse, aber die führen meistens außerhalb der Regenzeiten kein Wasser. Also da sind es Trockenflussbetten. Das deutet schon darauf hin, dass Namibia ein sehr heißes und trockenes Land ist und eben geprägt wird durch diese beiden Wüsten, die Namib-Wüste im Westen und die Kalahari im Osten. Die Namib-Wüste erstreckt sich über die Küstenlinie von 2000 Kilometern und gilt als älteste Wüste der Welt. Niederschläge sind sehr selten. Tagsüber ist es meist weit über 30 Grad heiß, selbst in den Wintermonaten Juli und August noch über 25 Grad. Nachts kann es dagegen empfindlich kalt werden. Das ist bei 10 oder 15 Grad noch recht angenehm, aber wenn es fast bis auf den Gefrierpunkt runtergeht, natürlich nicht mehr so sehr angenehm. Wer sorgt dafür, also verantwortlich für dieses aride Wüstenklima direkt an der Küste, ist der sogenannte Benguela-Strom. Das ist ein kalter Strom im Atlantischen Ozean. Er kühlt den Südwestwind stark ab und verhindert die Bildung von Regenwolken. Stattdessen bildet sich regelmäßig dichter Nebel in Bodennähe und der kann bis in die Namib-Wüste hineinreichen. Und dann haben Sie wirklich das Phänomen, dass Sie in den Morgenstunden dichtesten Bodennebel in der Wüste haben, der natürlich für Feuchtigkeit und für Abkühlung sorgt. Ja, Namibia ist extrem dünn besiedelt. Es ist mehr als doppelt so groß wie Deutschland und hat nur etwa 2,7 Millionen Einwohner. Das macht ungefähr 3 Einwohner pro Quadratkilometer. Im Vergleich dazu, Deutschland hat 237 Einwohner pro Quadratkilometer. Als Ureinwohner Namibias gelten die Völker der San und der Damara, die in dieser Region seit vielen tausend Jahren als Jäger und Sammler lebten. Erst vor etwa 2000 Jahren kamen die ersten Hirten, die sogenannten Khoisan, ins Land. Im 15. Jahrhundert wurde Namibia dann von portugiesischen Seefahrern für die Europäer entdeckt, aber erst im 19. Jahrhundert kamen dann tatsächlich Europäer in größerer Zahl ins Land, vor allen Dingen Portugiesen, Engländer und Deutsche. Von etwa 885 bis zum 1914 war Namibia deutsche Kolonie und hieß Deutsch-Südwestafrika. Und Sie werden, wenn Sie mal nach Namibia kommen oder da waren, auch feststellen, dass es viele deutsche Straßennamen gibt und dass auch noch ein bisschen Deutsch gesprochen wird. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Namibia dann Südafrika als Mandatsgebiet zugeteilt
und tatsächlich erst 1990 unabhängig. Das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen. Das ist gerade mal 30 Jahre her. Man denkt immer, und die Länder sind schon sehr viel länger unabhängig. Ja, so viel allgemein zu Namibia. Dann wollte ich Ihnen nochmal den Reiseverlauf zeigen und die Gegenden, über die wir heute sprechen. Das Erste, was wir heute besprechen werden, ist hier dieses Forschungsgebiet der Mikberge im Nordwesten Namibias in der Namibwüste. Und dann sehen Sie die Reise, die wir gemacht haben im Frühjahr 2022, eben mit diesen verschiedenen lilafarbenen Punkten. Darauf gehe ich später ein. Ja, unser Forschungsgebiet befindet sich eben in Twyfelfontein und westlich von Twyfelfontein. Und dieses Gebiet hat keinen offiziellen Namen, der in irgendeiner Karte verzeichnet wäre. Es wird in Afrikaans als Mik oder als Mikberge bezeichnet. Die dort ansässigen Damara nennen es Doronabas. Das ist ein Klicklaut. Ich kann den nicht, aber ich habe es versucht. Deswegen werde ich weiterhin das Ganze Mikberge nennen. Doronabas heißt übersetzt so viel wie Nashornwüste. Und beides stimmt, es ist eine Wüste und es gibt Nashörner. In diesem Forschungsgebiet ist die Datenaufnahme so gut wie abgeschlossen. Das Gebiet wurde in den letzten 7 bis 8 Jahren sehr gründlich erforscht und begangen. Und zurzeit laufen noch 2 Doktorarbeiten und eine Masterarbeit, um die Ergebnisse aufzuarbeiten. Bei der Reise in diesem Jahr ging es dann darum, die in den Mikbergen gewonnenen Erkenntnisse mit anderen Felsbildregionen Namibias zu vergleichen und zu sehen, ob es dort ähnlich ist. Also ob die Antworten, die wir in den Mikbergen gefunden haben, auch anzuwenden sind auf andere Felsbildstellen. Sie sehen an dieser Karte, wir sind ganz schön rumgekommen in der Gegend. Das kommt dann im zweiten Teil. Ja, solche Forschungsreisen sind natürlich der exotische Teil unseres Berufs. Sie sind absolut notwendig, um Daten zu erheben, mit denen wir dann den Rest des Jahres die meiste Zeit am Computer verbringen, um sie auszuwerten. Finanziert wird die Forschung in unserem Fall durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Das ist das Selbstverwaltungsorgan der Wissenschaft in Deutschland, das die Forschung fördert. Und das Geld kommt von dem Bund und von den Ländern. Jetzt ist es aber nicht so, dass ich einfach meine, ich hätte gern ein wenig Geld, um da eine Forschungsreise oder ein Projekt zu beantragen, sondern diese Projekte müssen begutachtet werden. Sie haben in der Regel 2 bis 3 Wissenschaftler, die sich diese Anträge anschauen. Und nur wenn die positiv beschieden werden, dann werden solche Projekte auch gefördert. Und es ist auch bei weitem nicht so, dass jedes Projekt, das beantragt wird, auch gefördert wird. Wir sind also in der sehr glücklichen Lage, dass wir diese Förderung über insgesamt 5 Jahre bekommen haben. Ja, ich rede immer von wir. Wer sind wir? Wir, das ist in erster Linie Professor Peter Breunig, der vor 40 Jahren erste Namibia-Erfahrungen am Brandberg gemacht hat und den das Land seitdem nicht mehr losgelassen hat, auch wenn er dazwischen 30 Jahre überwiegend in Nigeria als Archäologe tätig war. Seit 2017 leitet er das Projekt in den Mikbergen, das noch bis Anfang nächsten Jahres läuft. Er ist inzwischen im aktiven Unruhestand, nicht mehr an der Uni tätig, aber immer noch sehr forschend. Und dann sind da die Doktoranden in dem Mikberge-Forschungsteam, die viele Jahre mit Herrn Breunig dort unterwegs waren und Fundstellen gesucht und dokumentiert haben. Das sind der Johannes Behringer, Diana Meidhof und die Manuela Fels. Begleitet wurden sie von Frau Breunig, die ihre zeichnerischen Fähigkeiten beim Umzeichnen der Felsbilder gut einsetzen konnte, und auch von Alma Nankela, der Archäologin vom National Heritage Council. Das ist die Denkmalschutzbehörde in Namibia. Die muss natürlich dabei sein. Jede Reise, die wir machen, muss auch von dem National Heritage Council genehmigt sein. In der Mitte sehen Sie Susanne Lindauer und ich. Wir waren in 2018 10 Tage dabei, als es um ein Datierungsprojekt ging. Ansonsten war ich aktiv in diesem Projekt nicht beschäftigt, habe es aber immer von der Seite verfolgt. Ich war hauptsächlich in Nigeria tätig. Ja, und nochmal, wer sind wir? Nämlich, wer waren wir, die wir im Frühjahr auf Reise gegangen sind? Wir sind zu dritt auf Reisen gegangen. Begleitet wurden Herr Bräunig und ich von meinem Mann Henrik Kloss. Der ist auf eigene Kosten mitgefahren und hat uns sehr unterstützt, sei es als Fahrer, als Koch, als Wüstenfeger, als Maßstabhalter oder als Drohnenpilot. Sie werden ihn sicherlich auf dem einen oder anderen Foto auch noch zu sehen bekommen. Er hat auch immer dafür gesorgt, dass wir unsere wissenschaftliche Arbeit sehr gründlich machen und hat uns mit vielen, vielen Fragen auch immer wieder herausgefordert. Nach den vielen Jahren, die ich das Projekt eben nur von der Seite begleitet habe, war es dann 2022 möglich,
mich in dem Projekt für 12 Monate anzustellen. Ich bin also im Moment tatsächlich in dem MIG-Projekt angestellt und meine Aufgabe war vor allen Dingen die langfristige Sicherung aller gesammelten Daten und eben die Sammlung und Aufbewahrung der Daten, die wir auf dieser Reise dieses Jahr gesammelt haben. Ja, wie kommen jetzt Archäologen aus Frankfurt nach Namibia? Das mag sich der eine oder andere fragen. Natürlich, wie die meisten anderen, auch mit dem Flugzeug. Aber das meine ich natürlich nicht. Warum forscht man in Namibia? Oder warum forscht man überhaupt in Afrika, wenn man in Deutschland studiert oder an der Uni sitzt? Archäologie in Afrika hat ihren ganz eigenen Reiz. Anders als in Europa ist vieles überhaupt noch unerforscht und Sie können in Afrika noch sehr viel Pionierarbeit leisten. Sie können wirklich noch Puzzleteile der Vergangenheit zusammenfügen und die Vergangenheit mit neuem Leben füllen. In Europa ist vieles schon bekannt, ist vieles schon ausgegraben, aber in Afrika gibt es eben wirklich immer noch weiße Flecken zu entdecken. Der einzige Lehrstuhl für die Archäologie Afrikas in Deutschland befindet sich in Frankfurt und den hatte Peter Breunig bis 2018 inne. Schwerpunkt in Frankfurt war eigentlich immer Westafrika, vor allen Dingen Nigeria, aber eben auch immer so ein kleiner Fuß in Namibia. Namibia, die Archäologie Namibias, ist eigentlich ein Schwerpunkt der Universität in Köln. Und wieso es jetzt dazu kam, dass wir als Frankfurter Archäologen auch in Namibia tätig sind, das möchte ich mit einem kleinen Überblick über die Forschungsgeschichte erzählen. Die Existenz von Felsbildern in Namibia war sicher schon lange bekannt, aber die systematische Felsbildforschung begann erst in der Mitte des letzten Jahrhunderts, und zwar mit dem französischen Priester und Prähistoriker Henri Breuil. Er hatte davor schon erheblichen Anteil an der Erforschung der Höhlenmalereien in Frankreich und Spanien und war zum Beispiel der Erste, der die Höhle von Lascaux beschrieben hat. Er verbrachte die Zeit des Zweiten Weltkriegs und danach im südlichen Afrika und wandte sich auch den Felsbildern in Südafrika zu. 1955 besuchte er dann in Namibia die sogenannte Weiße Dame in Brandberg. Diese Felsmalerei wurde 1918 entdeckt von dem deutschen Geologen Reinhard Mark. Der maß ihr aber keine besondere Bedeutung bei. Er sah in dieser Figur, Sie sehen den Pfeil hier unten, einfach einen Krieger. Henri Breuil hingegen interpretierte die Figur als Frau und vor allen Dingen als weiße Frau, deswegen eben die Weiße Dame von Brandberg. Ganz ein Kind seiner Zeit sah er hier ein Werk europäischer Herkunft mit Parallelen zur griechischen Antike und zu den Europäern, die bis nach Namibia gekommen waren. Inzwischen ist natürlich klar, dass es A tatsächlich keine Frau ist und B auch kein Europäer und dass dieses Werk auch nicht von Europäern geschafft worden ist, sondern dass es Afrikaner waren, die Ureinwohner in Namibia, die dieses Werk geschaffen haben. Henri Breuil blieb dann in Namibia und begann Felsbildstellen in Namibia aufzunehmen und die Bilder von Hand zu kapieren. Er war vor allen Dingen in Brandberg und im Erongo-Gebirge unterwegs. Wir werden das später nochmal sehen. Die Reisen von Henri Breuil wurden von einem Deutschen organisiert, und zwar von Ernst Rudolf Scherz. Er lebte in Namibia, kannte sich doch durch viele Reisen dort sehr gut aus, und reiste eben mit Henri Breuil durch diese Felsbildregionen. Nach Breuils Rückkehr nach Europa begann er mit einer systematischen Aufnahme aller Felsbilder Namibias. Ich kann das heute, glaube ich, etwas beurteilen, nachdem ich einige gesehen habe. Das ist eine wirklich schier unendliche Aufgabe. Er kam dann 1961 nach Deutschland auf der Suche nach Unterstützung für dieses Projekt und fand an der Universität zu Köln einen Professor, der für ihn ein DFG-Projekt beantragte und mit dieser Finanzierung konnte er hauptberuflich nun sich dieser Aufnahme der Felsbilder widmen. Bis 1975 nahm er etwa 40.000 Bilder auf. Diese Aufnahme, diese Fundstellen wurden in drei dicken Bänden publiziert und an dieser Publikation war Peter Breunig beteiligt. Das war sicherlich seine erste Begegnung mit Namibia. Die Malereien im Hohen Brandberg hat Herr Scherz nicht aufgenommen, sondern das war Harold Pager, der 8 Jahre lang von 1977 bis 1985 in dieser wasserlosen Einöde auf etwa 2500 Meter lebte. Er hatte zwei einheimische Assistenten dabei, ist so gut wie gar nicht den Berg hinuntergegangen, sondern lebte wirklich da oben. Die Assistenten haben Wasser geholt und haben Nahrungsmittel geholt. Und er saß da oben und hat über 800 Felsbildstellen aufgenommen, hat 43.000 Bilder kopiert und hat dafür 6,5 Kilometer Plastikfolie gebraucht. Also eine
irrsinnige Leistung. Er starb 1985 und mit der Aufarbeitung seines Nachlasses war vor allen Dingen auch wieder ein Kölner Archäologe beschäftigt, nämlich Tilman Lenzenerz. Man kann also sagen, dass die Erforschung der Felsbilder seit 60 Jahren sehr eng mit der Universität zu Köln verbunden sind. Und auch die Entdeckung der ältesten Kunst Afrikas ist mit der Kölner Universität verbunden. In den 70er Jahren begann der Kölner Archäologe Wolfgang Wendt mit Ausgrabungen an 34 Felsbildstellen mit dem Ziel, das Alter der Felsbilder zu bestimmen. Das ist damals wie heute eine leider sehr schwierige Aufgabe und es ist auch nicht zu 100% geglückt. Was aber gelang, war die Entdeckung der ältesten Kunst Afrikas. Das ist eine ungefähr 10 Zentimeter große Steinplatte, die in einer Bodenschicht eingebettet war. Also es ist kein großer Fels, auf dem diese Malerei befindet, sondern es ist ein kleines Stück Stein, auf dem sie ist. Und diese Schicht, in der sie eingebettet war, konnte auf ungefähr 30.000 Jahre datiert werden. Also Sie sehen, dass bereits vor 30.000 Jahren Malereien auf Fels gemacht worden sind. Diese Ausgrabungen, die Herr Wendt angefangen hat, wurden dann von weiteren Kölner Archäologen fortgesetzt, darunter wieder Peter Bräunig. Und Peter Bräunig gelang dann 1984 etwas, was seitdem nicht mehr gelungen ist. Er war 2 Monate auch im Hohen Brandberg unterwegs und grub in einer Höhle aus. Sie sehen links diese Ausgrabungsstätte. Und in dieser Grabungsfläche fand er ein Stück abgeplatzte Wand mit Farbspuren. Und es gelang ihm, dieses Stück wieder in diese Felsmalereien reinzusetzen. Und die Schicht, in der er das gefunden hat, die konnte man tatsächlich datieren mit der Radiokohlenstoffmethode auf ein Alter von ungefähr 3000 Jahren. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass vor 3000 Jahren dieses Stück von der Wand abgeplatzt ist und auf den Boden gefallen ist und dort einsedimentiert worden ist. Das gibt uns ein Mindestalter. Das heißt nicht, dass diese Malereien nur 3000 Jahre alt sind. Sie können deutlich älter sein, das wissen wir nicht, aber sie sind mindestens 3000 Jahre alt. Das ist eine der wenigen genauen Altersangaben, die wir heute kennen. Ja, und Peter Bräunig wurde 1992 zum Professor in Frankfurt berufen. Und damit ist jetzt auch die Frage beantwortet, warum Frankfurter Archäologen nach Namibia kommen. Sie kommen über Köln. Und auch heute noch ist natürlich die Universität zu Köln in Namibia tätig und es bestehen sehr enge Kontakte mit den Kölner Archäologen. Wir sprechen uns in unseren Projekten natürlich ab. Aber ich bin persönlich sehr froh, dass die Namibia-Archäologie auch nach Frankfurt gekommen ist. Bevor wir jetzt mit dem Projekt in den Mikbergen starten, nochmal ein kurzer Überblick über das Vorkommen von Felsmalereien und Felsgravierungen in Namibia. Der Unterschied zwischen Malereien und Gravierungen ist relativ deutlich. Malereien werden aufgebracht auf den Felsen mit Farbe. Gravierungen werden mit einem Stein in den Felsen eingeschlagen. Die Karten zeigen, dass beide Techniken in Namibia weit verbreitet sind. Allerdings, wenn Sie sich die linke Karte der Malereien anschauen, dann sehen Sie, dass Malereien eigentlich nicht im östlichen Teil vorkommen, sondern mit einer kleinen Ausnahme unten im Süden eigentlich mit dieser großen Straße, die durch Windhoek führt, Schluss ist. Und dass auf der rechten Seite bei den Gravierungen die Konzentration der Gravierungen eher im Osten, östlich von Windhoek ist und eben im Nordwesten. Und im Nordwesten, das kann man, glaube ich, auch sehr schön sehen, ist die Konzentration am größten. 90% der Felsbilder kommen im Nordwesten vor, wobei Twyfelfontein und die westlich erstreckenden Mikberge eben das Zentrum der Gravuren sind und der Brandberg und das Erongo-Gebirge die Zentren der Malereien. Damit Sie sich das ungefähr vorstellen können, zwischen dem Brandberg und den Mikbergen ist Luftlinie ungefähr 60 Kilometer Distanz. Auch in den Motiven unterscheiden sich diese beiden Techniken. Bei Malereien werden überwiegend Menschen abgebildet. Bei den Gravierungen überwiegen Tierdarstellungen, Fährten und geometrische Muster. Menschen sind bei den Gravierungen so gut wie gar nicht zu sehen. Wir werden auf diesen Unterschied auch später nochmal zu sprechen kommen, wenden uns aber jetzt erstmal den Gravierungen in den Mikbergen zu. Ja, wie so oft ist auch dieses Projekt aus einem Zufall entstanden. Herr Bräunig war auch als Frankfurter Professor immer wieder in Namibia unterwegs. Teilweise mit Studenten auf Exkursion und teilweise mit seiner Frau, da er sich zum Ziel gesetzt hatte, einen archäologischen Reiseführer Namibia herauszugeben und zu schreiben. Und der ist 2014 auch
erschienen. In Windhoek traf er dann Joe Walter, einen Deutschen, der in Namibia lebt, einen ehemaligen Landvermesser, der seit dem Jahr 2000 in dem Gebiet von Twyfelfontein unterwegs war und auf der Suche nach Felsbildern war. Also er hat ganz systematisch Satellitenbilder durchgesehen, hat sich Plätze ausgesucht, die so aussahen, als ob da Felsbilder sein könnten, und ist die ganz bewusst abgewandert. Und er hat in dieser Zeit über 60 Stellen mit einer Vielzahl von Bildern entdeckt. Und er wollte die gern wissenschaftlich bearbeitet wissen. Und als er auf Peter Bräunig traf, sind sie dann gemeinsam in die Mikberge gefahren. Und Herr Bräunig erkannte natürlich das Potenzial. Ich hatte es ja schon gesagt, 2500 Gravierungen machen Twyfelfontein zum Weltkulturerbe, was sicherlich auch berechtigt ist. Aber wenn wir über 11.000 Gravierungen in der Region westlich davon reden, dann wäre ja die Mikberge ein super Weltkulturerbe oder so irgendwas ähnliches. Also es war einfach ein unglaubliches Potenzial da, sich diese Gegend näher anzuschauen. Und man hat dann ein Projekt bei der DFG beantragt, das 2017 begann. Es ist genehmigt worden und auch schon erwähnt, wir haben inzwischen 222 Felsbildstellen mit über 11.000 Gravierungen und 1.500 Malereien gefunden. Die Mikberge sind eine gottverlassene Gegend und es gibt wirklich nur ein paar schlechte Pisten, die durch die Mikberge führen auf dem Weg zum Ozean. Ich kann jedem nur abraten, selbst auf die Suche nach Felsbildern zu gehen. Das kann schnell zur tödlichen Falle werden. Denn ohne Ortskenntnis, ohne GPS-Geräte, Wasser und Benzin kann es wirklich sehr schnell lebensbedrohlich werden. Herr Bräunig hat einmal tatsächlich Touristen durch Zufall aufgesammelt, die irgendwo hoffnungslos verloren gewesen sind und hat die dann wieder mit rausgenommen. Aber wenn die ihn nicht getroffen hätte, weiß ich nicht, wie das ausgegangen wäre. Und in diesem sehr unwegsamen Gelände hat das Team von Herrn Bräunig lange Märsche in unwegsamen Gelände eben unternommen. Ich war 2018 einmal dabei, 8 Stunden sind wir durch diese Wüste gelaufen. Es gibt da keine Wege. Die einzigen Sachen, die so ähnlich wie Wege sind, sind Trampelpfade, auf denen Tiere laufen. Ansonsten ist das ganze Gelände mit Steinen übersät und es ist wirklich ein sehr, sehr mühsames Vorankommen. Und dieses Team war 1 bis 2 Mal im Jahr für jeweils 2 Monate vor Ort. Und das ist eine logistische Meisterleistung. In dieser Wüste gibt es nichts. Jeder Tropfen Wasser muss mitgebracht werden. Versorgungsfahrten sind nur selten möglich. Das heißt, alles, was sie zu essen, alles, was sie an Wasser brauchen, muss mit reingebracht werden. Es gibt kein Handynetz. Ein Satellitentelefon ist die einzige Verbindung zur Außenwelt. Und es gibt vor allen Dingen auch keinen Strom. Das ist natürlich für Archäologen von heute, die mit Kameras und Drohnen und GPS-Geräten und allen möglichen arbeiten, sehr schwierig. Das heißt, es mussten sehr, sehr viele Solarpaneele eben auch mitgenommen werden, um die Stromversorgung zu gewährleisten. Also ich habe großen Respekt vor meinen Kollegen, die diese lange Zeit in diesen Mikbergen verbracht haben. Aber das ist natürlich auch der Reiz einer solchen Forschung. Gegenden betreten, die heute kaum noch jemand kennt. Dinge entdecken, die vielleicht 2000 Jahre oder auch viel älter sind und unentdeckt waren. Und diese Abgeschiedenheit ist natürlich auch wundervoll. Aber sie ist auch sehr gefährlich, denn wilde Tiere sind hier tatsächlich wild und unberechenbar. Einmal lief ein Rudel Löwen an Herrn Bräunig und seiner Frau vorbei, ohne sie zu belästigen. Sie hatten Gott sei Dank schon gegessen. Und 2018 hatten wir einmal nachts 2 Elefantenkühe und ihre Jungen im Camp, die auf der Suche nach Wasser waren. Das ist schon sehr eigenartig, wenn sie in einem Dachzelt liegen und eine Elefantenkuh schaut mal so zum Fenster rein. Also ja, es ist gefährlich, man muss die Gefahren einschätzen können, aber es macht einfach auch sehr viel Freude. Gefährlich sind natürlich auch die kleinen Tiere, giftige Schlangen und Skorpione, aber witzigerweise, wie immer, ich habe noch nie eine Schlange oder doch einmal eine Schlange und einmal einen Skorpion gesehen. Ansonsten keine Begegnungen gehabt. Man muss sich darauf einlassen, aber wenn man das tut, dann ist das landschaftliche Erlebnis spektakulär. Und dann eben noch diese Felsbilder zu entdecken, die mitten in dieser Einöde sind, das lässt wirklich das Archäologenherz sehr, sehr hoch schlagen. Dass diese Wüste lebt, das möchte ich Ihnen hier gerne auch nochmal zeigen. Man kann sich das nämlich gar nicht vorstellen. Man sieht, wenn überhaupt mal ein paar Antilopen oder Strauße durch die Gegend laufen, aber die Tiere, die Sie jetzt hier sehen, die kriegen wir normalerweise nicht zu Gesicht. Sie sehen eine Hyäne, einen Schakal, ein Nashorn, Löwen und einen Leoparden. Das sind Bilder, die Wildkameras gemacht haben, die wir an den Wasserstellen aufgehängt haben. Und in dieser
trockenen Region sind diese Wasserstellen überlebenswichtig. Als Wasserquelle für die Tiere, aber auch für alle Jäger, als eine Stelle, an der man sehr leicht Beute machen kann. Das gilt für menschliche und tierische Jäger gleichermaßen. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass diese Wasserstellen die Plätze waren, die die Menschen bevorzugt aufgesucht haben in dieser Region. Sie brauchten Wasser und sie brauchten Nahrung. Und deswegen findet man auch die meisten Felsbilder an diesen Wasserstellen. Und das möchte ich Ihnen jetzt gerne mit dieser Karte einmal zeigen. Sie haben hier die Verteilung, also die roten und grünen Punkte sind die Felsbildstellen, die wir haben. Und dann sehen Sie die ständigen Quellen und die temporären Wasserquellen. Ja? Und alles, was hier so lila eingekreist ist, das sind ständige Quellen. Es sind drei große ständige Quellen, die ungefähr in einem 10-Kilometer Abstand voneinander liegen. Das kann man also locker in ein, zwei Tagesmärschen erreichen. Und dann haben Sie noch so ganz leicht weiß hinterlegte Felder. Das sind Stellen, wo temporäres Wasser vorkommt, also wo entweder nach heftigem Regen Grundwasser zutage tritt oder es sind in den Felsen eingewaschene sogenannte Kolken, also Becken, die sich mit Regenwasser füllen. Und wenn Sie sich diese Karte anschauen, dann sehen Sie schon eindeutig den Zusammenhang zwischen Wasser und Felsbildern. Die Mikberge werden auch nie eine blühende Landschaft gewesen sein. Also das Argument zu sagen, ja, früher war das Klima ja vielleicht besser und früher war das alles eine blühende Landschaft, nein, das war es nicht. Es ist die älteste Wüste der Welt und es war sicherlich nie eine lebenswerte Gegend. Trotzdem haben sich die Menschen hier aufgehalten, wahrscheinlich nicht immer und wahrscheinlich nicht ständig, aber zu guten Zeiten. Und man kann sich das auch mal überlegen, vielleicht ist es sogar einfacher, in so einer Region zu jagen, wo Tiere ganz gezielt an eine Stelle kommen müssen, als in einer Region, wo Wasser überall vorhanden ist und man die Tiere suchen muss. Uns ist es dieses Jahr tatsächlich in der Etosha-Pfanne so gegangen, weil es hatte im Frühjahr, bevor wir gefahren sind, hat es furchtbar geregnet in Namibia und selbst in der Etosha-Pfanne stand überall Wasser und die Tiere waren nicht an den Wasserstellen. Wir haben die Tiere an den Wasserstellen nicht gefunden, weil es für sie gar keine Notwendigkeit war, an diese Wasserstellen zu kommen. Und so wird es den Jägern vielleicht auch gegangen sein. Also vielleicht war es sogar ein Vorteil, in dieser trockenen Region zu sein. Ja, vom Aufenthalt der Menschen zeugen aber nicht nur die Felsbilder, sondern auch zahlreiche Steingeräte und Straußeneiperlen. Sie sehen hier oben ein paar Rohformate für Straußeneiperlen und auch schon fertige Straußeneiperlen. Und Sie sehen unten ein paar Steingeräte aus der Steinzeit. Auf der linken Seite sehen Sie einen großen Felsüberhang. Das sind Wohnstätten gewesen der Steinzeitjäger und Sammler. Die haben ihnen Schutz vor der Sonne gegeben, aber vor allen Dingen auch vor dem Wind, der doch sehr heftig blasen kann. Wie schon erwähnt, wir gehen nicht davon aus, dass das permanente Wohnstätten waren, sondern wir glauben, dass die Menschen zur Jagd in diese Region gekommen sind. Ja, aber warum haben die Menschen die Felsbilder überhaupt gemacht? Das ist eine der Fragen, auf die wir Archäologen Ihnen leider keine eindeutige Antwort geben können. Felsbilder haben sehr viel mit der Gedankenwelt von Menschen zu tun. Und Gedanken können wir leider immer noch nicht lesen. Und ich denke, dass solche Bilder Gedanken widerspiegeln, Glaubensvorstellungen widerspiegeln, das ist relativ klar. Es gibt eine Erklärung, die von Archäologen in Südafrika kreiert worden ist. Die erklären die Felsbilder in Südafrika damit, dass die Bilder Erlebnisse wiedergeben, die Schamanen in Trancezuständen erlebt haben. Diese Hypothese kommt daher, dass es bei den San, den Ureinwohnern in südlichen Afrika, Schamanen gibt oder auch Geistheiler, die sich in Trance begeben, zum Beispiel um Menschen zu heilen. Und die Dinge, die sie in der Trance erlebt haben, die würden sie nach der Theorie der südafrikanischen Archäologen auf die Wände aufmalen oder in die Wände einhauen. Das ist vor allen Dingen dann eine gute Erklärung, wenn man Mischwesen findet, wenn man so Mischtierwesen findet oder ganz eigenartige Sachen findet. Dann mag das zutreffen und ich denke, gerade in den Drakensbergen in Südafrika ist das auch eine gute Erklärung. Aber was wir hier in Namibia sehen, sind zum Großteil sehr naturalistisch dargestellte Tiere. Sie sehen hier so ein Panel mit Rhinozerussen, mit Giraffen, mit Elefanten, mit Zebras, mit Oryx-Antilopen. Und selbst wenn nicht jedes
Tier wirklich gut dargestellt ist, glaube ich, dass man selbst als Laie gewisse Tierarten sehr gut erkennen kann. Wir denken einfach nicht, dass das etwas mit Schamanismus zu tun hat. Eine zweite Erklärung wäre natürlich immer, das war alles Jagdbeute. Aber Jagdbeute, also ob ich wirklich aktiv auf Elefanten und Nashörner Jagd gemacht habe, das kann ich mir kaum vorstellen. Das sind eher Tiere, die den Menschen bedrohlich werden können. Also von dem her sieht man da vielleicht beides. Tiere, die bedrohlich sind und auch Tiere, die Jagdbeute sind. Wir wissen es einfach nicht. Aber was wir eben wissen ist, dass diese Felsbilder in der Namibwüste in Zusammenhang mit Wasser vorkommen. Und vielleicht waren diese Felsbilder nichts anderes als Territorialmarker. Vielleicht hat man damit nur sein Territorium markiert, um seinen Anspruch auf diese überlebenswichtige Ressource Wasser zu dokumentieren. Einfach zu sagen, wir sind hier, das ist unser Terrain. Wir können das nicht nachvollziehen, wir werden es wahrscheinlich auch nie können. Aber für die Namibwüste sehen wir eben als Erklärung diese Territorialität, diese Besitzansprüche als die naheliegendere Erklärung als den Schamanismus. Wenn Sie jetzt dieses Bild ansehen und sehen, wie viele Tiere da drauf sind und wie die auch übereinander und durcheinander sind, dann stellt sich natürlich auch immer die Frage, ist das alles gleichzeitig gemacht worden? Und wie alt sind die Bilder alles? Und dann sind wir bei der zweiten Frage, die wir Ihnen leider nicht eindeutig beantworten können. Es kann alles gewesen sein. Woran liegt das, dass wir das so schlecht beantworten können? Es gibt in der Archäologie eine Datierungsmethode, die so die Methode der Wahl ist, und das ist die sogenannte Radiokohlenstoffmethode. Mit der Radiokohlenstoffmethode kann ich organisches Material bestimmen. Holzkohle, Pflanzenreste, Tierknochen, alles, was ich in der Grabung finde. Zum Beispiel bei der Grabung vom Herrn Bräunig, was ich Ihnen vorgestellt habe. Dieses abgeplatzte Stück Farbe, das lag in einer Schicht und in dieser Schicht befand sich organisches Material. Das konnte datiert werden und daher kommt dieses Alter von 3000 Jahren. Theoretisch funktioniert diese Methode auch noch bei Felsmalereien und zwar dann, wenn sie entweder mit Holzkohle, also mit organischem Material als Farbe gemacht worden sind oder wenn das Bindemittel zum Beispiel Blut war. Aber die Ergebnisse bei Malereien sind auch noch nicht überzeugend. Es funktioniert leider noch nicht so gut und vor allen Dingen ist es in dem Moment keine zerstörungsfreie Wissenschaft. Man müsste die Malerei zerstören, um die Datierung zu machen und das macht man nicht. Bei Gravierungen ist das Problem eben, wir haben kein organisches Material. Es wird mit Stein auf Stein geritzt. Es gibt nichts, was da datiert werden könnte. Aber wir versuchen natürlich auch andere Methoden. Und ein Verfahren, das wir angewendet haben, ist die sogenannte optisch stimulierte Lumineszenz. Es geht in diesem Fall darum, diese Felsplatte E und F, die einmal in der Mitte auseinandergebrochen ist, die war ursprünglich an diesen großen Felsen dran. Sie sehen das ganz deutlich, die ist hier abgebrochen. Und diese Felsplatte E oder F hat unten Gravierungen dran. Und die Gravierungen sind so eng unter der Oberfläche, dass die dort nicht angebracht werden konnten, sondern die wurden angebracht, als diese Platte noch an dem großen Stein dranhing. Das heißt, die Platte kippt um und lagert auf dem Boden. Und diese Lumineszenzdatierung, die versucht zu datieren, wann das Sediment des Bodens unter dieser Platte zum letzten Mal Licht gesehen hat. Deswegen optisch stimuliert, es geht um Licht. Ja? Wir gehen also davon aus, diese Platte fällt auf den Boden, der Boden wird von ihr bedeckt, sieht kein Licht mehr und diese Dauer, wie lange er kein Licht gesehen hat, die kann man mit dieser optisch stimulierten Lumineszenz bestimmen. Die Probennahme ist gar nicht so einfach und deswegen waren auch Frau Lindauer und ich 2018 dabei. Wir waren für diese Probennahme zuständig. Frau Lindauer ist eine Wissenschaftlerin, die sich mit dieser Methode beschäftigt. Es war eine spannende Angelegenheit, denn man muss natürlich diese Probe im Dunkeln nehmen, weil wenn ich sie entnehme, wenn Licht ist, dann hätte sie ja wieder Licht gesehen und dann wäre diese ganze Datierungsmethode hinfällig. Also mussten wir nachts ausgestattet mit Infrarotlampen, das war erlaubt, also zu dieser Stelle gehen,
Einige von uns haben dann mit Planen die Stelle vor Mondlicht geschützt, die anderen haben die Umgebung beobachtet, dass uns da auch ja nichts passiert, und zwei haben die Proben genommen. Leider waren die Ergebnisse nicht so konkret, wie wir uns das vorgestellt haben, was wohl daran lag, dass beim Aufprall dieser Felsplatte das Sediment ziemlich durcheinander gewirbelt worden ist. Und auch hier ist es natürlich so, dass diese Datierung nur ein Mindestalter gibt. Denn es datiert ja nicht, wann die Felsgravierungen gemacht worden sind, sondern es datiert ja nur, wann diese Platte umgefallen ist. Und das Alter, also dieser Zeitpunkt des Umfallens der Platte, datiert mindestens 1000 Jahre. Also mindestens 1000 Jahre ist es her, dass diese Platte abgebrochen ist. Die Gravierungen können natürlich wesentlich älter sein. Ja, ich weiß, das ist alles nicht sehr befriedigend und für uns ist es auch nicht furchtbar befriedigend, aber vielleicht macht es auch die Faszination der Felsbildforschung aus, dass man immer weiter versucht, neue Möglichkeiten und Methoden zu finden, diese Fragen zu beantworten. Was wir können, sind sogenannte relative Altersbestimmungen. Das heißt, ist etwas älter oder jünger? Und immer dann, wenn sich zwei Felsbilder überlagern, dann kann ich sagen, das untere ist älter und das obere ist jünger. Wenn Sie jetzt hier zum Beispiel herschauen, dann haben Sie hier so abstrakte Symbole und Sie sehen, dass zum Teil Figuren über diese abstrakten Symbole eingraviert wurden. Also muss der Elefant jünger sein als die Symbole, die darunter liegen. Sie sehen auch, dass diese abstrakten Symbole deutlich dunkler sind in der Farbe als die Elefanten. Das liegt daran, dass, also wenn sie frisch graviert haben, dann ist die Oberfläche erstmal sehr hell, diese herausgeschlagene Oberfläche, und mit der Zeit, mit der Erosion, mit der Verwitterung, wird diese aufgekratzte Oberfläche wieder dunkler. Das heißt, je dunkler etwas patiniert ist, desto älter ist es, je heller etwas ist, desto frischer ist es. Also jetzt haben wir schon zwei Möglichkeiten, nämlich einmal Überlagerung, einmal Patinierung, und die dritte Möglichkeit, die wir noch haben, ist damit die Stilistik. Wenn ich hier sehe, dass es immer abstrakte Motive sind, die überlagert werden und immer Tierfiguren sind, die oben drüber sind, dann kann ich ja irgendwann sagen, naja, offensichtlich sind die abstrakten Muster älter als die geometrischen. Und dann kann ich das natürlich auch auf Stellen anwenden, wo ich das eine oder das andere nicht habe. Also, das sind drei Methoden, die wir haben. Und daraus haben wir für die Mickberge auch eine Chronologie der Gravierungsstile entwickelt. Die älteste Phase der Gravierungen sind geometrische Formen, abstrakt und ungegenständlich. Sie haben sie eben gesehen. Und dann kommen die Tierbilder. Und die ersten Tierbilder, die wir haben, sind naturalistische Tierbilder. Und die werden immer einfacher, schematischer, sehr viel einfacher dargestellt, bis am Schluss in Phase 3 manche der Tierbilder wirklich nur noch aus Strichen bestehen und man die Tiere oder die Tierart nur noch erahnen können. Die einzige Altersangabe, die wir tatsächlich mit relativer Sicherheit machen können, ist, dass alle diese Bilder mindestens 2000 Jahre alt sind. Das kommt daher, dass diese Bilder die Welt von Jägern und Sammlern zeigen. Ja, sie finden kein einziges Rind, kein Schaf, keine Ziege. Sie finden auch keine Hütten oder irgendwelche Behausungen dargestellt. Alles, was Sie sehen, sind wilde Tiere. Und vor 2000 Jahren kamen die ersten Hirten in diese Gegend. Und man würde annehmen, wenn Hirten diese Felsmalereien machen oder Felsgravierungen machen würden, dass sie dann auch ihre Rinder, ihre Schafe oder ihre Ziegen darstellen würden. Aber das finden wir nicht und deswegen gehen wir davon aus, dass diese Gravierungen älter als 2000 Jahre sind. Sie haben gesehen, Apollo 11, dieses kleine Steinplättchen, ist 30.000 Jahre alt. Also wir haben doch eine relativ große Range an Zeit, in der diese Bilder entstanden werden können. Ja, damit zu einem anderen Thema, das sehr wichtig ist, nämlich unsere Dokumentation. Ich hatte Ihnen erklärt, dass Harold Pager 8 Jahre gebraucht hat, um 43.000 Bilder zu kopieren. Das haben wir tatsächlich 2022 in 6 Wochen geschafft. Dafür brauchen wir natürlich moderne Methoden. Alles, was wir brauchen, ist eine Drohne, GPS-Gerät, hochauflösende Kameras und entsprechende Software. Und natürlich auch noch das gute alte Notizbuch, denn die ganzen Feldnotizen werden wirklich vor Ort nur sehr rudimentär in ein Buch geschrieben und müssen dann zu Hause sauber geschrieben werden. Der Zustand der Felsbilder wird durch Wind, durch Regen, durch Frost und Sonne ständig verschlechtert
Und diese Dokumentation, die wir machen, sichert natürlich die Bilder auch für die Zukunft. Und zugleich ist sie die Grundlage aller unserer Analysen. Denn wenn wir 2 Monate im Jahr im Feld sind und 10 Monate im Jahr zu Hause am Computer sitzen, dann brauchen wir eine sehr gute Datenbasis, auf der wir unsere Analysen machen können. Wir machen also zum einen, das sehen Sie hier, Drohnenfotos. Und wir messen natürlich diese Fundstellen mit GPS ein. Und heute sind natürlich die Satellitenaufnahmen zum Teil schon so gut, dass Sie diese Punkte wieder erkennen können. Wenn Sie sich diese Platte anschauen und diesen großen Platz hier davor, dann schauen Sie auf die Google Earth-Karte und Sie sehen, dass Sie hier diese Felsblöcke sehen und dann davor auch diesen guten Platz. Also wir sind in der Lage, diese Fundstellen sehr gut in die Landschaft einzubetten und an Satellitenaufnahmen auch wirklich zu gucken, wo sie sich befinden. Ja, die Gegend, die Sie gerade gesehen haben, ich zeige es Ihnen nochmal da hinten, diesen Teil, den ich hier meine, die ist tatsächlich so gottverlassen, wie Sie sich das hier vorstellen. Da ist niemand und man erreicht die Stelle auch erst nach einem 2- bis 3-stündigen Fußmarsch. Ich habe Ihnen das mal hier auf dem Satellitenbild angezeichnet. Man fängt hier an, hier stehen die Autos und geht dann stetig bergauf durch ein Flusstal, muss dann hier einen steilen Rand, eine Randstufe hoch, bis es dann hier wieder runter in diesen Kessel geht. Und dann läuft man quasi durch diesen Kessel, läuft hier hoch und muss dann wieder in den Rand hoch, um zu diesen Felsspitzstellen zu gelangen. Ich habe das einmal gemacht und fand es schon relativ anstrengend, aber ich habe es geschafft. Aber die Wissenschaftler, das Team hat das wirklich eine Woche lang jeden Tag gemacht. Es ist auch keine Option, da oben zu übernachten, weil sie bringen gar nicht so viel Wasser hin, wie sie brauchen. Sie brauchen ja am Tag mindestens 2, 3 Liter Wasser, wenn sie da unterwegs sind. Und wenn sie da 3, 4 Nächte sind, dann müssten sie ja 20 Liter Wasser mit sich schleppen. Das schafft kein Mensch. Ich habe Ihnen hier unten auch nochmal dieses Bild gezeigt, wie gottverlassen diese Gegend tatsächlich ist. Aber Sie können sich sicherlich vorstellen, wie es mir gegangen ist, als ich das geschafft hatte, diese 2, 3 Stunden hin und zurück und als ich wieder am Auto war. Und Sie können sich sicherlich auch vorstellen, dass das kalte Bier dann ein wahrer Genuss war, das wir dann getrunken haben. Ja, was Sie jetzt hier sehen, ist nochmal Dokumentation. Das obere Bild ist tatsächlich ein Bild, also ein mit einer Kamera aufgenommenes Bild. Das untere ist ein Modell. Es ist eine orthogonale Projektion, die mit einem Programm erstellt worden ist, das Structure from Motion heißt. Und zwar funktioniert es folgendermaßen, dass Sie diese Felswand mit ganz, ganz vielen Fotos aufnehmen. Also Sie fangen an einer Ecke an und machen einfach wahnsinnig viele Fotos, die sich alle überlappen. Und diese Fotos werden in ein Programm eingespeist und dieses Programm erkennt diese Überlappungen und baut aus dieser Vielzahl von Fotos ein dreidimensionales Modell. Das heißt, Sie nehmen diesen Felsen im Prinzip als dreidimensionales Modell mit nach Hause. Und aus diesem dreidimensionalen Modell heraus kann man solche zweidimensionalen orthogonalen Projektionen erstellen, die dann vollkommen eben sind. Da ist keine Spiegelung mehr drin oder nichts mehr. Sie sehen wirklich die Felsbilder so gut, wie Sie sie sonst nicht sehen können. Und diese Bilder sind so hochauflösend, dass Sie wirklich bis ins kleinste Detail, ja fast bis zu jedem Felskorn, reinzoomen können. Und das macht natürlich für uns diese Analyse erst wirklich möglich. Sie sehen jetzt hier nochmal oben diesen gleichen Felsen. Sie sehen, jedes Bild hat eine Nummer bekommen. Jedes Bild wird beschrieben mit dem, was es ist. Und diese Bilder sind alle umgezeichnet. Links sehen Sie die Originalbilder, die Originalgravierungen. Und Sie sehen eben schon, wie hochauflösend das ist, in welches Detail Sie wirklich damit gehen können. Und Herr Bräunig hat all diese Felsbildstellen mit Photoshop umgezeichnet, sodass man sie einfach sehr viel besser erkennen kann, weil oft die tatsächlich originalen Gravierungen eben sehr, sehr schlecht noch zu erkennen sind. Es ist eine unglaubliche Arbeit und ich habe ihn auch in Nigeria sehr, sehr häufig am Bildschirm sitzen sehen und Umzeichnungen machen sehen, aber es hat sich eindeutig gelohnt und ich denke, in dieser Qualität, in der wir diese Dokumentation haben, die ist wirklich selten zu finden. Hier habe ich nochmal so ein Beispiel von so einem Felsen, den wir dokumentiert haben. Auch das ist so ein orthogonales
Projektionsmodell und Sie sehen oben die Originalgravierungen, unten sehen Sie dann die Umzeichnungen. Sie sehen also, dass man die Formen sehr viel deutlicher erkennen kann. Man kann jede Einzelheit eigentlich auch sehen und ich wollte Ihnen dieses Beispiel einfach auch zeigen, weil hier Menschendarstellungen sind. Ich hatte ja vorher gesagt, es gibt kaum Menschendarstellungen. Wir haben hier Menschendarstellungen, und zwar auch sehr interessante, denn die stehen ja alle in der gleichen Haltung da. Also Sie sehen die von der Seite, die Arme sind nach vorne gestreckt, fast so wie anbetungswürdig. Ja, das wäre jetzt so eine christlich-westliche Interpretation, dass die Menschen irgendwas anbeten. Was bei diesen Menschen auch auffällig ist, dass sie alle erstaunlich gut genährt sind. Viele der Menschen, die wir in den Felsbildern sehen, sind bei Weitem nicht so üppig gerundet wie die hier. Aber einfach auch nochmal hier als Beispiel, was mit dieser Dokumentation möglich ist. Die Mikberge werden dominiert von Gravierungen, darüber hatten wir gesprochen, aber es gibt eben auch Malereien. Die Gravierungen sind, das haben Sie gesehen, auf diesen Felsblöcken, die einfach in der Landschaft stehen. Sie können diese Gravierungen sehr klar und deutlich erkennen, wenn sie davor stehen. Die sind nicht versteckt. Die Malereien sind eher versteckt, zum Beispiel wie hier oben in so einem Felsüberhang, ziemlich am Boden. Also da muss man schon kriechen und gucken, dass man diese Malereien überhaupt findet. Wenn Sie sich die anschauen, sind die natürlich von einer Qualität, die absolut traumhaft ist. Ja? Sie haben vor allen Dingen rote Farben, haben aber auch bichrome Malereien. Und ich denke, wenn Sie jetzt nach den ganzen Gravierungen jetzt zum ersten Mal auch diese Malereien sehen, dann kann man sich vorstellen, dass diese zwei Techniken kaum miteinander vereinbar sind. Malereien können sehr viel feiner ganze Geschichten erzählen, während bei den Gravierungen oft jedes Motiv für sich zu stehen scheint. Gravieren geht ohne jede Vorbereitung. Ich kann in den Mikbergen einen Stein vom Boden aufnehmen, kann mich hinstellen und kann ein Bild in den Stein haben. Dazu brauche ich nichts anderes. Dann lasse ich den Stein wieder fallen, den muss ich noch nicht mehr mitnehmen. Bei Malereien ist es aufwendiger. Ich brauche eine Planung. Ich brauche Farbe. Ich muss erstmal die Minerale finden. Ich muss sie zermalen. Ich muss daraus eine Farbe machen und ich muss sie mit dem Pinsel auftragen. Wir sind der Meinung, wer graviert, der malt nicht und wer malt, der graviert nicht. Das bedeutet, dass wir hier zwei unterschiedliche Traditionen sehen, die von unterschiedlichen Gruppen ausgeführt worden sind. Was bedeutet es? Ich hatte vorher gesagt, dass wir die meisten Malereien etwa 60 Kilometer südlich der Mikberge in Brandberg und im Erongo-Gebirge haben und dass die meisten Gravierungen eben in der Gegend in den Mikbergen und den Twyfelfontein vorkommen. Das würde also heißen, die Graveure sind in den Mikbergen zu Hause und die Maler eher im Brandberg. Wenn aber jetzt Malereien in den Mikbergen sind, dann würde das bedeuten, dass die Maler von Süden in die Mikberge vorgedrungen sind, in ein Territorium, das nicht das ihre ist. Haben sie deswegen die Malereien so versteckt, damit man sie gar nicht so deutlich sieht? Und wenn dem so ist, könnte man dann auch im Brandberg oder im Erongo Gravierungen finden? Waren da auch die Graveure aus den Mikbergen? Also das sind Fragen, die wir 2022 nachgegangen sind. Was ist da passiert? Was war die Interaktion? Was war die Interaktion zwischen diesen gravierenden und malenden Gruppen? Können wir darüber was sagen? Das ist in dem Projekt bis jetzt noch nicht wirklich behandelt worden. Und es ist eine der Fragen, die wir uns gerne noch für ein zukünftiges Projekt aufheben würden, das Herrn Bräunig und ich gemeinsam planen. Diese Fragen können wir noch nicht beantworten, aber wir wissen, dass zumindest diese Menschen wohl in der jeweils anderen Gegend nicht besonders willkommen waren. Denn was Sie hier sehen, sind Zeichen von Zerstörung. Ja? Sie sehen, dass die Menschen Darstellungen, die Malereien, einfach mit Schlägen kaputt gemacht worden sind. Und solche Zerstörungen, auch Kratzspuren, die irgendwie über diese Malereien gehen, sieht man immer wieder. Was Sie hier auch nochmal sehr schön sehen, ist ein willkommener Nebeneffekt, ist dieser Unterschied zwischen dem Originalfoto, das sehen Sie oben links in der Ecke, das ist das Originalfoto, so wie man es mit dem bloßen Auge sehen kann. Und was Sie hier sehen, ist ein kontrastverstärktes Foto. Bei den Malereien haben wir immer noch so ein Programm angewendet, das heißt D-Stretch, das eben die Kontraste in diesen Malereien nochmal verstärkt. Und da sieht man sehr, sehr deutlich, wie viel mehr man zu sehen bekommt, wenn man solche Programme anwendet. Eine andere Art von Zerstörung sehen Sie hier nochmal. Das ist eine Felswand, auf der Sie sowohl Gravierungen als auch Malereien haben.
Und interessanterweise sind nicht alle Malereien zerstört worden. Also was Sie hier unten sehen, ist, dass Sie Menschendarstellungen haben, ja, diese dunkelroten, die von weißen Gravierungen überlagert sind, also zerstört worden sind. Ja. Sie haben aber auch diese Menschendarstellung, die hier so an der Seite hängt, die vollkommen unangetastet ist. Da ist keiner dran gegangen. Warum, kann ich Ihnen nicht sagen. Also es muss Berührungen gegeben haben. Wir wissen natürlich nicht, ob sich diese Menschen hier begegnet sind. Ja? Wir wissen nicht, ob es wirklich Konflikte waren zwischen Gruppen, die zur gleichen Zeit da gelebt haben, oder ob es unterschiedliche Glaubensvorstellungen sind oder Territorialansprüche, die hier zum Ausdruck kommen. Überlegen Sie mal, als die Europäer Mexiko erobert haben, haben die Spanier auf den Ruinen des Tempels der Azteken ihre Kirche gebaut. Ja? Das ist ein ganz klarer Machtanspruch. Ich bin hier, das sind deine Ruinen und darauf baue ich meine Kirche. Und so ähnlich könnte man das hier auch sehen. Auch das ist ein Thema mit diesen Überlagerungen, mit denen Herr Brönnig und ich uns gerne noch weiter beschäftigen wollen. So, hier nur noch mal zur Übersicht. Damit schließe ich die MIG-Berge jetzt auch ab. Sie haben jetzt wirklich ein archäologisches Grundseminar zu Felsbildern im Schnelldurchlauf bekommen. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich und Sie konnten die Fragestellungen, die Schwierigkeiten und die Möglichkeiten der Felsbildarchäologie so einigermaßen kennenlernen. Und ich hoffe, Sie konnten auch einen Eindruck davon gewinnen, von dieser kargen, menschenleeren Landschaft und von diesen unglaublichen Kulturschätzen, die sich darin verbergen. Alles, was hier steht, habe ich schon gesagt. Wir denken, es sind Territorialmarker, um den eigenen Anspruch auf die Ressourcen zu manifestieren. Wir denken, dass unterschiedliche Territorien genutzt worden sind und dass eben Konflikte entstanden sind, wenn diese Vereinbarungen gebrochen wurden. Darauf deutet die Zerstörung der Felsbilder hin. Das ist das Ende des ersten Teils. Der zweite Teil braucht jetzt nicht mehr so viel Theorie. Sie haben jetzt alles schon gehört und ich erzähle Ihnen jetzt einfach etwas über die Forschungsreise, die wir im März 2022 unternommen haben. Wir sind im Osten losgefahren, sind dann in die Mitte Namibias, nach Süden runter, dann in den Erongo, ganz nach Norden hoch und zum Abschluss in unsere Forschungsregion und an den Brandberg. Das sieht ziemlich komisch aus. Es war auch komisch, es war auch so nicht geplant, aber es hat heftige Regenfälle gegeben, bevor wir gereist sind. Und diese Regenfälle haben einfach einige Straßen weggewaschen und nicht passierbar gemacht, weil die Flüsse über die Ufer getreten sind, sodass wir einfach unsere Reise umstellen mussten. Was wollten wir mit dieser Reise erreichen? Wir wollten eben die Hypothese überprüfen, dass es Territorialmarker sind und dass mit den Felsbildern Anspruch auf lebensnotwendige Ressourcen erhoben wird. Wir wollten den Zusammenhang zwischen Gravierungen und Wasservorkommen überprüfen, auch ein Punkt, den wir in den MIG-Bergen festgestellt haben. Wir wollten das Zusammenspiel von Gravierungen und Malereien dokumentiert dort, wo beides vorkommt. Und wir wollten stilistische Vergleiche und die Überprüfungen der relativen Chronologie der MIG-Berge vornehmen. Ja, ohne geländegängige und voll ausgestattete Allradcamper wäre eine Reise nicht möglich, denn nicht immer sind da, wo wir fahren, auch Pisten. Manchmal geht es einfach durchs Gelände. Dass jedes Fahrzeug trotzdem in den 6 Wochen nur einen Platten hatte, war einfach wirklich Glück. Links unten sehen Sie dann eine unserer Lagerstätten, so haben wir gelagert. Wir haben dann natürlich jeden Abend Dokumentationstätigkeit gemacht. Sie mussten ja erstmal die Bilder herunterladen, sichern, gesichtet werden und die ganze Dokumentation ins Reine geschrieben werden. Also wir waren eigentlich bis zum Einbruch der Dunkelheit immer gut beschäftigt. Ja, und rechts wollte ich nur mal zeigen, dass nicht immer alle Tiere wild sein müssen, damit sie uns so ein bisschen ärgern können. Da waren wir zu Gast auf einer Farm. Angefangen haben wir im Osten, in Margaretenthal und Klein-Wittfley, das sind 2 Farmen. In Margaretenthal waren die Felsbilder schon bekannt, allerdings nicht alle und wir sind von dem Farmer herumgeführt worden. Ein paar Felsbildstellen, die kannte der Farmer schon. Hier unten war es dann ganz interessant, der hat uns hier unten eine Felsbildstelle gezeigt und wir sind dann einfach mal so ein paar Stunden an dem Fluss, Sie sehen hier den Flusslauf des Wald Nossop, entlang gegangen und haben im Prinzip eine nach der anderen Felsbildstelle neu entdeckt. Und hätten wir noch mehr Zeit gehabt und wären wir noch weitergegangen, hätten wir vermutlich auch noch andere Felsbildstellen entdeckt. Was man hier aber ganz schön sieht, und das ist ja das, was wir wollten, ist, dass auch hier diese Felsbildstellen entlang des Flusses liegen und auch hier sind Seitenflüsse, wo wir diese Felsbildstellen haben. Was nicht ganz ins Muster passt, sind die Stellen auf der anderen Farm, auf Klein-Wittfley.
Aber Sie sehen, dass hier dieser White Nossop eine furchtbare Schleife zieht und vielleicht war das einfach so eine Abkürzung. Wir wissen es nicht. Die Landschaft schaut hier anders aus als in den Mikbergen. Sie sehen das, es ist alles sehr viel flacher. Es gibt keine hohen Berge und es gibt auch keine senkrechten Felswände, an denen Sie diese Gravierungen anbringen, sondern diese Gravierungen sind auf Bodenplatten angebracht. Sie sehen auch hier, dass die Qualität der Gravierungen schlecht ist. Die sind sehr stark patiniert. Man kann also im schlechten Sonnenlicht kaum den Unterschied erkennen. Also man muss wirklich deutlich hingucken, um diese Felsbilder zu sehen. Aber sie sind da. Und Sie sehen hier unten jetzt, das ist das Tal des Weißen Nossop. Und man hat von hier oben immer so einen sehr schönen Blick übers Land. Also sollten sich Tiere am Fluss entlang bewegen, dann würde man die mit Sicherheit zu sehen bekommen. Wir haben diese Stellen noch nicht bearbeitet. Das heißt, ich kann Ihnen diese wunderschönen Umzeichnungen dieser Felsbilder in diesem Fall noch nicht zeigen. Aber ich habe mal einen Teil einfach mit diesem DStruct-Programm bearbeitet und Sie sehen da schon, dass die Unterschiede sehr viel deutlicher rauskommen. Also hier kann man das relativ schwer erkennen. Hier kann man auch den Oberkörper eines Menschen und zwei Beine erkennen. Man kann hier ein Tier erkennen. Also es geht so einigermaßen, aber da steckt noch ziemlich viel Arbeit drin. Ja, und was wir auch noch probiert haben, Ernst Rudolf Scherz war in den 60er Jahren schon auf Margaretenthal und hat sich dort Felsbildstellen angeschaut. Und er hat natürlich noch mit handgezeichneten Karten und Wegbeschreibungen gearbeitet. Eine dieser Wegbeschreibungen sehen Sie unten. Mit solchen Wegbeschreibungen können wir natürlich heute gar nicht mehr so viel anfangen, weil es würde ja voraussetzen, dass sich die Infrastruktur der Farm seitdem nicht geändert hat und dass ich die Zäune und Wege noch genauso finde, wie sie da beschrieben sind. Das wird nicht der Fall sein. Deswegen wichtig für uns, gute Fotos, GPS-Koordinaten, die Dinge verankern auf einer Satellitenkarte. Und ich hatte jetzt einfach mal seine handgezeichnete Karte über das Satellitenbild gelegt und das funktioniert auch ganz gut. Die war gar nicht schlecht, die Karte. Und Sie sehen also, dass wir uns nur in einem Punkt überschnitten haben. Also da, wo wir diese MT1A aufgenommen haben, da war auch schon Ernst Rudolf Scherz. Aber Sie sehen auch, dass der bis zum Farmhaus gar nicht sehr viel weiter weggekommen ist, dass die Fundstellen, die wir hier unten haben, ganz neu sind und auch nicht bei Scherz. Und was man jetzt daraus machen könnte? Man könnte jetzt tatsächlich diese ganzen Punkte, die GPS-Koordinaten über die Satellitenbilder bestimmen und dann nochmal hinfahren und schauen, dass man diese Stellen finden kann. Alles interessante Aufgaben. Der Osten Namibias ist nicht sehr gut erforscht mit Felsbildern. Wäre also sicherlich auch eine schöne Aufgabe. An Ideen mangelt es uns nicht. Es mangelt uns nur leider manchmal am Geld, das alles zu machen. Ja, das nächste war dann hier im Zentral. Namibia, die sogenannte Ubib-Höhle in der Nähe von Solitär. Solitär ist da für die, die von Ihnen schon in Namibia waren, in der Nähe von Sossusvlei, also von diesen roten Dünen. Und das ist jetzt eine ganz neue Entdeckung gewesen. Das ist auch auf Farmland. Diese Höhle wurde von dem Farmer entdeckt und beinhaltet Höhlenmalereien. Und wir wurden von den Leuten angeschrieben mit der Bitte, ob wir nicht vorbeikommen wollen und uns das angucken wollen. Die wollten einfach wissen, was ist da vorhanden, wie gut ist es, sind die Bilder authentisch, denn sie würden diese Höhle gerne touristisch nutzen. Ubib ist der Name der Farm, auf der diese Höhle liegt, und wir haben ungefähr eine Stunde gebraucht, steil bergauf, bis wir da oben waren. Es ist eine 15 Meter breite und 20 Meter in den Fels reinreichende Höhle. Sie ist nach Osten geöffnet und an beiden Seiten befinden sich Malereien. Auf der Nordseite, wo die Sonne deutlich länger hinscheint, sind mehr Malereien als auf der Südseite. Und auch hier sehen Sie wieder den Unterschied. Das ist ein normales Foto. Hier, das ist das normale Foto. Und hier haben Sie wieder diese orthogonale Projektion, die das eben wirklich auf eine absolute Zweidimensionalität bringt und wo Sie die ganzen Stellen dann markieren können und sich die im Detail anschauen können. Dass Steinzeitmenschen in dieser Höhle gelebt haben, sieht man an der Sammlung von Steinartefakten, die typisch für Steinzeitjäger sind. Und ich glaube, diese Höhle mit dieser Tiefe wäre auch ein sehr guter Wohnplatz gewesen. Hier wäre sicherlich eine Ausgrabung interessant, weil man könnte sich natürlich überlegen, ob man nicht so viel Glück hat wie der Herr Bräunig und nochmal so ein abgefallenes Stück Farbe findet, das man anpassen kann. Ja, hier ein paar Bilder. Die Bilder sind insgesamt in dieser Höhle nicht besonders gut erhalten. Aber Sie sehen eben auch wieder, was wir mit unseren Dokumentationsmethoden tatsächlich erreichen können. Sie sehen oben links
die Originalansicht, da ist so gut wie nichts mehr sichtbar. Dann haben Sie dieses farbenverstärkte, kontrastverstärkte Bild und dann die digitale Umzeichnung von Herrn Bräunig. Und Sie sehen in der dann tatsächlich, das ist ein Mann mit einem Bogen in der Hand. Das Gesicht ist nicht erhalten, aber man kann die Figur ganz gut erkennen. Unten links sehen Sie die Nummer 28. Das ist ein sogenannter Köcherbaum. Das, so interpretieren wir das, weil wir es aus anderen Felsbindern auch kennen. Und die Nummer 27 ist, wenn Sie ein bisschen Fantasie haben, eine Giraffe, die also ihren Kopf nach vorne neigt. Ja? Sie sehen die sehr langen Beine und Sie sehen auch den sehr langen Hals, aber der Hals ist nach vorne geneigt und wir gehen davon aus, dass wir hier tatsächlich eine Giraffe sehen, die an einem Baum frisst. Und auf der rechten Seite sehen Sie dann noch eine sehr lebhafte Szene mit ganz vielen Einzeldarstellungen. Sie sehen oben relativ viele Menschen, manche laufen, manche stehen, manche haben was in der Hand. Sie sehen dann unten, ganz unten die Nummer 51 und 50, auch nochmal einen sehr gut gemalten Menschen, der einen Pfeil und Bogen in der Hand hat, der gerade was abschießt. Und Sie sehen diese Menschengruppen 40 bis 43 und 45 bis 49. Und da wiederum interessant, dass die Nummer 44 in einer deutlich dunkleren Farbe diese anderen überlagert. Also auch da ist immer noch sehr viel Potenzial da, sich diese Dinge genauer anzuschauen, vielleicht mit einer Stilistikfrage nochmal ranzugehen. Wir haben also wirklich sehr schöne Szenen, aber diese Ubepöhle ist erstmal abgeschlossen für uns. Das Einzige wäre, wenn man wirklich nochmal dort graben könnte. Dafür wäre sie vielleicht nicht schlecht. Ja, dann ging es weiter in den Süden. Sie sehen auch hier die Karten, und zwar in die Farmen Aar und Reupund. Aar ist auch schon lange bekannt. Scherz war schon da. Wolfgang Wendt hat dort gegraben. Wir wollten uns jetzt einfach nochmal das Ganze anschauen. Wir wollten es kartografieren, die GPS-Punkte nehmen, mit unserer neuen Methode dokumentieren. Und Sie sehen eben auch, wenn man GPS-Punkte nimmt, dass sich diese Fundstellen fast wie Perlen an dem Wasserlauf des Hauptflusses Aukam befinden. Die Stellen, die außerhalb dieses Wasserlaufes liegen, die scheinen rezenter zu sein. Das sind ganz komische Muster, die nicht zu den anderen Mustern passen. Da gehen wir davon aus, dass das etwas jünger ist. Und hier unten sehen Sie auch an einem Wasserlauf eine Wohngrotte, die ich Ihnen gleich noch zeigen werde. Ja, hier sehen Sie diese Wohngrotte, das ist die sogenannte Schlangengrotte, weil sich oben an der Decke Schlangenmalereien befinden. Und auch vor dieser Grotte finden wir wieder ganz viele Steinwerkzeuge. Wir finden wieder Rohlinge von Straußeneiperlen. Aber was es eben sehr viel häufiger gibt, sind Gravierungen, die eben an den Hochufern dieser Wasserläufe sich befinden, und zwar auch wieder auf den Bodenplatten. Auch wieder auf den Bodenplatten, also nicht an senkrechten Felswänden, sondern tatsächlich wieder auf den waagrechten Wänden. Diese orthogonalen Projektionen können wir nicht nur von Felswänden machen, sondern tatsächlich auch mit Drohnenfotos. Also wenn ich mit der Drohne auch ganz viele sich überlappende Fotos mache, dann kann ich so ein Modell auch von der Landschaft machen. Und das haben wir hier gemacht. Sie sehen hier so ein Modell der Landschaft und wir können dann sehr schön tatsächlich auch den einzelnen Felsen die Felsbildstellen zuordnen und auch beschriften. Und Sie sehen hier auch nochmal den Flusslauf. Sie sehen stehendes Wasser und Sie sehen ganz links im Bild etwas, was ein Musikstein ist. Das sind Klangsteine, die innen hohl sind. Und wenn Sie da mit einem Stein draufschlagen, erzeugen die wirklich ganz melodische Töne, fast so wie ein Xylophon, würde ich sagen. Und die sind sicherlich auch in der Vergangenheit genutzt worden. Also einfach nur mal, um zu zeigen, was wir technisch alles möglich haben. Darstellungen, und das ist ein bisschen unterschiedlich von den Mickbergen. Die ältesten Darstellungen sind naturalistische Tierdarstellungen. Sie sehen hier einen wunderschönen Elefanten. Sie sehen unten einen Strauß und Sie sehen so radähnliche Muster, die auch immer wieder vorkommen. Und dann sehen Sie auf der rechten Seite eben so abstrakte Formen, die irgendwie überhaupt keine richtigen Formen sind. Die sind jünger, die sind nicht so stark patiniert. Also nicht so wie in den Mickbergen, dass die abstrakten Formen älter sind, sondern hier sind sie tatsächlich jünger. Und Sie sehen unten auch nochmal zwei ältere Menschendarstellungen. Die obere kann man sehr gut erkennen. Das ist ein Mann, der mit einer Keule in der Hand läuft. Und darüber sehen Sie graviert einfach so ein ganz komisches Merkmal, das ausschaut, als ob es gestern gemacht worden wäre. Wobei die Eigentümerin der Farm dort seit 60 Jahren lebt und die sagt, diese Bilder hat sie auch schon vor 60 Jahren gesehen. Also so alt sind sie mal zumindest.
Ja, alles in allem, auch hier im Süden eine grandiose Landschaft, in der man sicherlich noch vieles finden könnte. Auch da denke ich, haben wir bei Weitem das Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Wir sind dann nicht weit weitergefahren nach Reupund. Reupund ist auch eine Farm da unten im Süden und auch hier im Prinzip das gleiche Bild. Sie haben einen großen Klangstein. Sie haben, das sehen Sie rechts, links auf der Satellitenaufnahme wieder, die Fundstellen, die wir gesehen haben, an den Felstälern aufgereiht. Wir waren da nur einen Nachmittag und eine Nacht. Wir haben da also nicht sehr viel gesehen, aber auch da bin ich überzeugt, würde man die Flüsse entlang gehen, würde man weitere Felsbildstellen finden. Warum wir zu dieser Farm gebeten worden sind, war, dass es hier eine große Bodenplatte gibt, die Sie hier unten sehen, die eigentlich in einem Flussbett ist und die einfach voll ist mit Gravierungen. Also die ist überfüllt mit Gravierungen. Und das war natürlich was Neues, was wir so nicht kannten und was wir sehr gerne auch aufgenommen hätten. Und ich sage sehr bewusst hätten. Wir haben am ersten Tag, Sie sehen hier diese Stelle, wir haben am ersten Tag diese Stelle nur gesäubert, haben alles vorbereitet, haben ein paar Übersichtsfotos gemacht, ein paar Drohnenaufnahmen gemacht und wollten am nächsten Tag, weil das ja doch eine große Stelle ist, mit dieser Technik da drüber zu gehen, bedeutet ja, dass ich mindestens 1000, 2000 Einzelaufnahmen brauche. Das wollten wir am nächsten Tag machen. Aber das ging leider nicht mehr. Es hat in der Nacht furchtbar gewittert und furchtbar geregnet. Und die Stelle war dann im Prinzip vollkommen kaputt und überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. Es war auch alles so feucht, dass man überhaupt keine Felsbilder mehr gesehen hat. Das heißt, Reupund steht nach wie vor auf unserer Liste. Wir haben nur ein paar Bilder tatsächlich am Tag vorher gemacht und die wollte ich Ihnen einfach mal zeigen. Auch hier realistische, naturalistische Tierdarstellungen, ein Zebra, eine Giraffe, eine menschliche Fährte, sind die älteren und oben drüber, so ähnlich wie in Aar auch, so ganz komische Muster, die sehr viel jünger aussehen. Ja, damit war unser Aufenthalt im Süden beendet. Wir sind dann nach Etemba gefahren, also in den Erongo gefahren, und zwar einmal mitten in den Erongo rein. Der Erongo ist ein in sich kollabierter Vulkan. Deswegen hat er außen die Wände und innen ist er in sich zusammengestürzt. Wir haben also hier die Farm Ombu und die Farm Etemba. Das sind die zwei Bereiche, die wir besucht haben. Der Erongo ist seit langem bekannt für sein hohes Vorkommen an Felsmalereien. Wir haben also sehr, sehr viele Felsmalereien, die wir auch kennen. Der Herr Breunig hat zum Beispiel in Ai Aiba die ganzen Felsmalereien aufgenommen. Aber Ombu war uns ganz neu. Da waren wir noch nicht. Da sind wir auch eingeladen gewesen. Und Etemba war uns bekannt, aber das zeige ich Ihnen gleich, was es da für schöne Felsbilder gibt. Ich sehe gerade, ich bin in der Zeit ein bisschen im Verzug. Ich werde es also jetzt versuchen, ein bisschen abzukürzen, damit ich pünktlich fertig werde. In Ombu haben Sie auch wieder diese Kombination zwischen Klangsteinen und Gravierungen auf Bodenplatten. Auch hier kann ich Ihnen leider noch nicht viel zeigen, weil wir diese Modelle noch nicht berechnet haben. Aber Sie sehen schon, manche sind davon auch recht schlecht erhalten. Hier kann man noch so ein bisschen was erahnen, hier die Tierfährten sieht man etwas deutlicher, aber es zeigt uns, dass wir auch im Erongo, wo ganz viele Malereien sind, auch wieder Plätze mit Gravierungen haben. Also Sie sehen, die Fragen hören einfach überhaupt nicht auf. Der nächste Halt war dann Etemba. Die Farm Etemba ist relativ groß und es gibt zwei große Granitrücken auf dieser Farm. Der eine ist hier und der andere ist hier. Und Sie sehen, da konzentrieren sich auch diese Felsbildstellen. Einer der ehemaligen Eigentümer dieser Farm ist in den 60er Jahren auf die Suche gegangen, hat ganz viele Felsbildstellen gefunden, hat ein kleines Buch dazu publiziert und nach diesem Buch haben wir uns auch gerichtet. Wir haben versucht, diese Stellen zu finden. Wir hatten die Hilfe des Verwalters Martin Steppe, der diese Farm verwaltet und ohne den hätten wir es wahrscheinlich auch gar nicht geschafft. Wir haben in 3 Tagen 54 Fundstellen dokumentiert und auch da reden wir davon, dass ich da nicht mit dem Auto hinfahre, sondern dass ich mein Auto parke und dann einfach quer einmal durchs Gelände gehe, um diese Felsbildstellen zu finden. Etemba war eine fantastische Schatzkammer und ich würde Ihnen gerne mehr Bilder zeigen, aber so viel Zeit haben wir leider nicht. Ich zeige Ihnen jetzt nur noch meinen Eindruck von diesen Granitrücken. Dann wollte ich Ihnen gerne hier mal den Martin Steppe im Bild zeigen, auch hier unten nochmal im Bild. Wir haben übernachtet in der ehemaligen Tented Lodge dieser Farm. Die ist während Corona stillgelegt worden. Wir konnten da übernachten, hatten so eine Open-Air-Toilette und Dusche, was natürlich sehr angenehm war, weil wir nicht unser eigenes Wasser gebraucht haben und konnten dann eben abends auch gemütlich
zusammensitzen. Hier jetzt nochmal so ein Bild. Sie sehen hier das Originalbild und wie Sie sehen, sehen Sie nicht viel. Und wenn ich jetzt die moderne Software darüber laufen lasse, nämlich das DeepStretch-Programm, dann sehen Sie schon, wie das wieder zum Leben kommt. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück, dass Sie sich vielleicht von den Augen her jetzt mal so auf die Mitte des Bildes konzentrieren und mal gucken, was sich da plötzlich tut. Und was wir jetzt noch ganz schwer sehen können, wenn Sie hier oben hinschauen, dann sehen Sie hier oben noch so eine Andeutung und Sie sehen hier noch so eine Andeutung. Ja? Und wir haben verschiedene Falschfarbenprogramme. Ich zeige Ihnen jetzt nur das eine, aber es gibt unterschiedliche Kontrastmöglichkeiten. Und wenn Sie sich die digitale Umzeichnung ansehen, dann sehen Sie, dass hier ganz wunderbar eine Giraffe rauskommt, die wirklich auch noch mit Zweifarbigkeit das Fellmuster nachgemalt hat. Also auch hier ganz viele Möglichkeiten, Dinge zu sehen. Sie sehen auch hier wieder Überlagerungen, mit denen sich keiner noch wirklich beschäftigt hat. Also auch wieder viel Arbeit, die auf uns wartet. Und auch hier gibt es Wohnhöhlen. Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel gezeigt von so einer Höhle, wo auch die ganze Rückwand mit Felsmalereien übersät ist. Und auch hier nochmal ein Beispiel von solchen Überlagerungen. Sie sehen hier eine Giraffe und da das Hinterteil eines Vierbeiners. Die beiden überlagern sich. Und Sie sehen hier auch nochmal schwarze Malereien, also in einer anderen Farbe gemalt. Die überlagern oft die roten Malereien. Da gehen wir auch davon aus, dass die jünger sind. Also, wie gesagt, Fragen über Fragen. Die nächste Station war dann der Norden. Also hier wäre jetzt die Mikberge, unsere Forschungsregion. Hier ist der Erongo. Und hier waren jetzt nochmal drei Stationen. Otjo Rutatua, Piet Albers-Kopje und Sosodö. Otjo Rutatua war eine ganz neue Stelle. Auch da sind wir eingeladen worden, um uns die anzugucken. Und das war, glaube ich, unser größtes Abenteuer, an diese Fundstelle zu gelangen, denn es war eigentlich überhaupt kein Weg mehr zu sehen. Sie sehen wirklich, wir sind da Wasserläufe. Also wir sind eigentlich hier Steinpisten-Wasserläufe nach unten gefahren. Und es ist wirklich ein Wunder, dass wir es mit den Autos überhaupt geschafft haben. Es hat sich rentiert. Wir kamen hier an diesen Flusslauf, wo auch Wasser stand. Ja? Und in diesen Steilwänden rechts und links waren tatsächlich Gravierungen drin, die wir uns gerne angeschaut haben und auch dokumentiert haben, weil es vor allen Dingen Giraffen waren. Die Giraffe ist ein Wesen, das in der San-Mythologie mit Wasser in Verbindung gebracht wird. Und das würde sich ja hier absolut anbieten. Und wir haben wirklich sehr, sehr schöne Giraffendarstellungen gehabt. Was Sie rechts nochmal sehen, sind solche Wabenmuster. Und diese Wabenmuster werden häufig mit der Fellzeichnung der Giraffe in Zusammenhang gebracht. Diese zwei roten Giraffen, die Sie sehen, sind nicht in der Steinzeit entstanden, sondern da hat sich tatsächlich einer in der Neuzeit gespielt und hat die mit moderner Chemiefarbe angemalt. Aber auch das ein toller Platz. Auch da würde es sich sicher lohnen, weiter zu gucken. Aber das war ein sehr, sehr, sehr anstrengender Tag. Es war unglaublich heiß. Wir sind auf den Felsen rumgeklettert. Die Autofahrt war anstrengend. Wir sind 3 Stunden dann wieder zurückgefahren. Und deswegen können Sie sich vorstellen, dass wir an diesem Abend uns eine Erholung redlich verdient hatten. Ja, aber es ging sofort weiter. Also wir haben nicht viel Zeit gehabt. Wir sind meistens an einem Tag hin, haben am nächsten Tag die Aufnahme gemacht, haben noch einmal übernachtet und sind morgens schon wieder weitergefahren. Der nächste Halt war Sosodö. Sie sehen, es gibt sich jetzt immer wieder das gleiche Bild. Ja? Sie haben immer wieder das gleiche Bild. Es sind Flusstäler, es sind Wasserläufe, Sie haben Steilhänge und an diesen Steilhängen haben Sie Malereien. Also hier ist der ganze Bereich von unten von dem Flussbett bis hier nach oben mit Malereien übersät und zwar nicht nur auf der Seite, sondern auch auf der Seite. Hier haben Sie eine steile Felsstufe in diesem Flusslauf und da steht Wasser. Und das schaut jetzt nicht so steil aus, wie es tatsächlich ist, aber wenn hier Tiere zum Trinken reingehen und sie machen hier vorne dicht, dann haben sie die in der Falle sitzen. Da können die ihnen nicht mehr entkommen. Also auch wieder hier Wasser, Felsbilder, Jagd, Tiere. Das gleiche Muster, das wir im Prinzip auch in den Mikbergen schon haben. Wir haben in Sosodö in 5 Stunden 50 Stellen aufgenommen. Die Männer sind bis ganz nach oben geklettert, um diese Felsbildstellen aufzunehmen. Es war tödlich heiß. Also auch das ist sehr, sehr anstrengend. Ich gehe jetzt mal ein Bild weiter, zeige Ihnen noch schnell die Piet Albers-Kopje. Auch hier wieder der Zusammenhang zwischen Wasser, das man hier stehen sieht, und ganz viel Felsgravierungen.
Und hier im Piet Albers-Kopje ist alles voll. Also wenn Sie sich das links anschauen, da ist ja fast kein leerer Platz mehr, sondern da überlappt sich auch ganz viel. Es sind ganz viele tolle Giraffendarstellungen, das sehen Sie hier auf der rechten Seite. Nach Twyfelfontein ist es sicherlich die reichste Stelle im Nordwesten und sie ist öffentlich zugänglich. Sollten Sie also mal nach Namibia kommen, die befindet sich südlich der Etosha-Pfanne, also Sie müssen durch Kamantschap im Prinzip durch, wenn Sie in die Etosha-Pfanne wollen. Und dann können Sie sich diese Felsbildstelle tatsächlich auch anschauen. Da gibt es so eine Self-Guided-Tour, die man machen kann. Ja, dann waren wir noch mal kurz in den Nickbergen. Das Foto wollte ich jetzt nur mal zeigen, um zu zeigen, dass so eine Wüste auch grün sein kann, wenn es tatsächlich regnet. Also einfach nur noch mal als schönen Eindruck aus dieser wunderbaren Landschaft. Und wir sind in den Nickbergen schneller fertig geworden, als wir dachten und konnten dann eben noch mal in den Brandberg fahren. Und ich hatte ja vorher schon gesagt, wenn doch die Maler in den Nickbergen waren, müssten wir dann nicht auch gucken, ob wir in Brandberg, also in der Heimat der Maler, Gravierungen finden. Und ja, die gibt es, die kannte Herr Bräunig auch. Und wir sind jetzt einfach nochmal in diese sogenannte Domschlucht gefahren. Die ist hier am westlichen Rand des Brandbergmassivs, um uns diese Gravierungen und diese Malereien anzuschauen. Das ist für unser Vorhaben, uns mit dieser Thematik der Überlagerungen zu beschäftigen, sicherlich das Highlight, das wir haben werden, weil hier ist es so ganz klar und deutlich, dass Gravierungen über Malereien liegen, dass Malereien über Gravierungen liegen, dass es zum Teil Zerstörungen gab. Und das wollen wir uns natürlich anschauen. Hier nochmal ganz kurz, auch wieder das Originalbild. Schauen Sie sich das an. Sie sehen so gut wie gar nichts. Und wenn Sie jetzt mit Kontrastverstärkung reingehen, dann erschließen sich Ihnen da ganz andere Welten. Wir haben da noch keine Umzeichnungen gemacht. Das sind alles die ersten Modelle, die Sie jetzt sehen. Aber Sie können sich sicherlich vorstellen, wie das Bilder und Geschichten der Steinzeit sind, die wir da zu sehen bekommen, die Sie nicht sehen würden, wenn Sie einfach nur das hätten. Das sind ein Teil der Gravierungen, die wir da auch haben. Diese abstrakten Symbole sind jetzt hier wieder dunkler patiniert als diese hellen Gravierungen. Also ähnlich wie in den Nickbergen, auch hier wieder die geometrischen Muster älter als die natürlichen. Sie sehen, es gibt immer wieder die gleichen Abfolgen, die sich wiederholen und die wir uns einfach nochmal im Detail anschauen müssen. Und hier jetzt nochmal ein Bild. Da sehen Sie hier so eine Tierfährte graviert. Sie können vielleicht hier erahnen, dass eine Menschenfigur gemalt ist. Und dann sehen Sie hier nochmal so ein paar Gravierungen. Und wenn Sie jetzt da nochmal drüber gucken, dann sehen Sie das sehr viel deutlicher. Sie sehen hier drei Menschenfiguren. Sie sehen hier Gravierungen. Sie sehen vor allen Dingen hier oben die Gravierungen und unten drunter Menschenfiguren, die davon überlagert werden. Sie sehen hier so leichte Kratzspuren, die wieder hochkommen. Also das sind alles die Themen, mit denen wir uns in nächster Zeit beschäftigen wollen. So, damit bin ich am Ende angekommen. Wir waren 6000 Kilometer unterwegs. Wir haben 10 Orte mit über 200 Fundstellen dokumentiert und haben rund 60.000 Bilder da gemacht. Sie können sich also vorstellen, dass da noch viel Arbeit auf uns wartet. Welche Erkenntnisse haben wir gewonnen? Ich glaube, das ist Ihnen allen klar geworden. Namibia besitzt einen unendlichen Reichtum an Felsbildern, die sich über das ganze Land erstrecken und in weiten Teilen nicht umfassend dokumentiert sind. Unsere Hypothese, dass Gravierungen auch außerhalb der Mikberge mit dem Vorkommen von Wasser in Verbindung stehen, scheint sich zu bestätigen, zumindest in vielen Regionen. Die Stile der Gravierungen und die Abfolge dieser Stile unterscheiden sich regional. Im Süden ist es anders als im Norden. Auch das eine sehr interessante Erkenntnis unserer Reise. Bei den Malereien scheinen die Stile ähnlicher zu sein. Es gibt aber auch da unterschiedliche Stile und es gibt Überlagerungen. Und Gravierungen und Malereien kommen manchmal an den gleichen Stellen vor und überschneiden sich auch. Das heißt, Namibia bietet noch viel Potenzial für die Felsbildforschung und wir hoffen natürlich, dass wir bald wieder dahin zurückgehen können. Und nach 6 Wochen, Tausenden von Kilometern, kaputten Reifen, zerschlissenen Schuhen, waren wir dann schlussendlich wieder zurück in der Zivilisation und ließen in Swakopmund die Reisestrapazen hinter uns. Damit herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Entschuldigung, dass ich die Zeit so furchtbar überzogen habe. Sie merken, ich bin total begeistert von dieser ganzen Geschichte. Dankeschön.